kann Ihnen berichten, dass, wie ich vorgestern hier zur ersten Probe kam, nach langer, langer Zeit und nach Auslandsaufenthalten und Arbeit mit anderen Orchestern, haben wir angefangen, das Mozart-Konzert, die fangen an zum Fädeln und ich habe nicht mit Mühe die Tränen zurückhalten können. Das ist wahr. Woran liegt das? Am Sound. Das ist ein Klang, den man also, mit dem wir ja alle zu unserem Glück alle aufgewachsen sind und den man schmerzlich vermisst, wenn er einem entzogen wird. Natürlich auch in dieser Umgebung, weil das ist ja in nunmehr 150 Jahren ist ja das zusammengewachsen. Also die Wiener Philharmoniker, dieser Klang, mit dem wir für Generationen leben, hörenderweise, und der Saal dazu, der das Ganze abrundet.